Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Joa, gleicher Server. Ui, mal keine Wüste in Sicht. Gut, wir haben unsere gute Ausgangslage. Leichtfertig verspielt. Ja, ich versuche es nochmal irgendwie zu analysieren, aber... Keine Ahnung, Leute. Hose, ich kann sie dir auch irgendwie hinstecken, ey. Keine Ahnung. Kam mit dem Bogen gar nicht. Ich meine, ich war ja noch nie der Skiller mit dem Bogen, aber das ging ja gerade gar nicht. Sobald du angelegt hast, konnte sich gar nicht mehr bewegen und... Ah. Naja, wie gesagt, das wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich die ganze Zeit 7 Days gezockt habe. Und das halt einfach anders gewöhnt ist. Aber gut. Ja, mit dem Schloss, das ärgert mich schon ein bisschen. Weil ich so nicht kenne. Und das Problem wird jetzt sein, wir werden jetzt wahrscheinlich 500.000 Mal sterben, bevor wir überhaupt den Fuß auf den Boden kriegen. Da kommt schon wieder einer. Ach, ein Wolf. Auch der, komm. Ja, komm. Oh, mich gar nicht aufregen. Ach, Leute. Das erste Mal. Wir können mal mitzählen. Wahrscheinlich wird es eine Folge sterben angesagt. Da ist schon wieder einer. Ja, wir hatten so eine gute Ausgangslage und haben sie leichtfertig weggeschmissen und derjenigen haben wir die besten Voraussetzungen gegeben, da sich da durchzusetzen. Aber gut, setze Rust, ne? Ja. Hier liegen über Tote rum. Ja, ich werde jetzt auch nichts farmen oder sowas. Macht eh keinen Sinn. Ich will jetzt gucken, dass ich irgendwo hinkomme, wo Stoff rumliegt. Da ist schon wieder so ein Speerknochen. Ja, können wir mal. So. Müssen wir wenigstens mal eine Karte machen. Hier ein Speer, Johnny. Naja, komm her. Wenn das stimmt, was er da im Chat schreibt, dann, wie gesagt, dann ist was für mich bald eh gestorben. Ich bin schon in der letzten Dingens aufgeregt. Wie gesagt, was er noch meint, dafür sollte man in den ersten Stunden Airdrops ausstellen. Ich meine, klar, wahrscheinlich labert der nur, aber dennoch. Sollte man einfach ausstellen. Schnee, ja. Ich hab mir eigentlich vorgenommen, nicht in den Schnee zu gehen. Um euch einfach mal was anderes zu zeigen. Das reicht doch nicht mehr zu den Speer. Ich werde bekloppt. Weil wir waren jetzt die letzten 2 oder 3 Seasons immer im Schnee. Naja, gut, wir schauen mal. Oh, der erste Stoff, den ich hier sehe.
Also schon mal ein gutes Zeichen. Siebenundvierzig. Das Problem wird echt Stein sein. Wird wohl am Anfang nur aus Holz bauen können. Naja, nicht uninteressant. Muss ich ja zugeben. Mache ich noch 200 Holz, ne? Waren wir mit unserer Base da schon King Karl eigentlich komplett aus Stein? Der macht sich da eine Metalltür rein, dann ist gut. Naja, selbst schuld, ne? So, jetzt haben wir schon mal einen Bogen, aber keine Pfeile oder keine Steine haben. Das kommt auch noch dazu, oder? Naja. Mir liegt doch einer, oder? Glück ist mit den Doofen, ey. Jetzt Holz. Wird uns wahrscheinlich auch nicht retten, aber na. Gut, jetzt brauchen wir erstmal ein Werkzeug, ne? Ja, komme ich eh nicht, ich muss den mit dem Stein mitnehmen. Oh, den Sound muss ich mir auch erstmal gewöhnen. Schon wieder los mit meinem Hals. Hau drauf, Junge. Steht noch mal Stoff rum, da hinten ist auch noch Stoff. Stoff ist hier schon mal kein Problem. Da ist auch sogar noch ein Stein, ey. Wo ist die? Zack. Ja,
Okay, muss gleich den Stoff da einsammeln. Nützt alle nix. Dass ich so sehe, sieht das hier einigermaßen ruhig aus. Es war dann schon wieder Schneesession, aber ich kann es nicht ändern, ey. Aber erstmal abwarten. Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Da ist schon mal einer lang gerannt. Das ist auch eine Höhle. Ja, ich überlege gerade, was wir machen. Deswegen war ich bin ich ein bisschen ruhiger, aber ich nehme jetzt hier den ganzen Stoff erstmal mit. Muss ich mich erstmal hochheilen. Mal genau einen Typen hinterher, ne? Ach, wir sind ja ganz am Ende. Kein Wunder, dass hier nicht ganz so viel los ist. Was? Soll ich den Menschen auch sagen nicht an? Holz. Legen uns einfach mal einen Schlafsack hier im Busch. Also schlecht scheint die Ecke nicht zu sein. Bis da vorne ist auch nicht weit. Da ist ein Bär. Bär wäre natürlich jetzt Gold wert, ne? Die hauen ja mittlerweile auch ab, oder was, ne? Ist er schon down, oder was? Ja, scheint so. Schüsse oder was? Gut, ich will mich jetzt erstmal voll heulen, fix. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt
Pfeile. Oh Mann. Ach so, weil wir kein Holz haben. Ist eigentlich gar nicht schlecht, ey. Bisschen wenig Holz da, ne? Die Frage ist halt, wo der Typ hin ist. Der da in, der in die Höhle rein ist oder was? Wir müssen auf jeden Fall keine Skrupel haben, ne? Wenn wir einen sehen sollten, müssen wir direkt drauf. Nicht in die Hose scheißen, oder? Oder Mitleid haben oder sowas? Muss mal eben das Fleisch braten, das nützt alle nichts. Zack. Wir wollten uns einen Schlafsack machen. Leder mag ich auch schon. Ich lege den Schlafsack halt hier einfach mal in den Büsch rein hier. Als Startort ist das hier gar nicht schlecht mit dem ganzen Stoff. Halt bisschen wenig Holz, aber man könnte da. Jetzt haben wir die Karte, ich warte, bis Schlafsack fertig ist. Man könnte ja auch da drüben hingehen, ne? Da, wo der Nackte läuft. Ah, das scheint aber der Spawner zu sein. Ich glaube, da sind wir auch gespawnt, oder? Ja, also werden wir uns eben das Fleisch braten. Dann schauen wir mal, wo wir hingehen. Kommen. Boy. Jetzt mal ein bisschen Lucky Lucky machen. Hätten wir auch schon genug Steine. Naja, bringt uns.
bringt sie ja auch nichts, ne? Zwei machen wir noch und dann ist gut. Da hakt einer. Schade, dass der Wolf da nicht hingeht. Die Richtung, wo der Wolf auch ist. Ich warte mal kurz. Ja, ich weiß, was ich gerade gesagt habe. Wir werden den auch gleich angreifen, zumindest versuchen. Ich werde nur die Kiste hier noch mit in den Busch stellen. Auch wenn sich da vielleicht ein anderer drüber freut. Einfach, dass wir uns einen Bogen machen können. Fuck, ist das jetzt der Wolf? Gute Sonne. Okay Leute, Folge ist leider zu Ende. Ihr habt gehört, der hackt da immer noch. Wir gehen jetzt hin. Bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, lasst mir gerne einen Kommentar da und sehen uns in der nächsten Folge wieder.